Halt einfach dein Maul. Und damit hallo erstmal zum Fatal World Cup Icon auf meinem Kanal. Yeah. Yo Leute, wir sind dabei und zwar wurden wir eingeladen. Jo Leute, wir sind dabei und wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung beim FIFA Motion. Der macht das Turnier nämlich mit zwei anderen YouTubern. Ich glaube, das war der Dragback FIFA und Pena99. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sorry, wenn ich es jetzt falsch sage. Ja, unser Video kommt jetzt erst so spät, weil Lorenz noch im Urlaub war, beziehungsweise im Trainingslager mit der Mannschaft. Ja. Aber wie ihr seht, Lorenz ist dabei. Wir können uns mal vorstellen, ich bin Nico, das ist Lorenz. An alle neuen Zuschauer, die gekommen sind durch mein... die gekommen sind... An alle neuen Zuschauer, die neu meinen Kanal abonniert haben, durch den Bayern-Vlog, der so absolut eskaliert ist. Vielen, vielen Dank dafür, danke für euren Support. Ich glaube, wir sind schon bei über 60 Likes oder so. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem Fatal dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr immer ein Like da lasst, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr neu auf den Kanal gestoßen seid von anderen YouTubern. Wird uns freuen, wird uns echt sehr unterstützen. Und natürlich immer in der Infobox oder ich muss nochmal schauen, wo ich die Abstimmung mache. Soll ich die ja rechts oben bei Abstimmungen machen? Da kann man aber seine Meinung nochmal ändern. Machen wir spontan. Oder ein Strawpoll-Link oder in die Kommentare. Je nachdem, wie ich es euch in den Videos sage, würde mich freuen, wenn ihr einfach abstimmen würdet. Sind nur ein paar Klicks für euch und uns wäre es eine riesen Unterstützung, weil wir machen die Videos für euch und wir stellen die Paare zur Auswahl und geben natürlich alles in den Folgen. Und würde uns freuen, wenn ihr dann einfach kurz mal abstimmen würdet, weil wäre natürlich lame, wenn zwei, drei Leute abstimmen und dann, ja. Ihr wisst, glaube ich, was ihr meint. So, ich würde sagen, bevor wir zu lange reden, hier haben wir gerade am Handy die ganzen Teilnehmer, die ihr jetzt im Hintergrund seht. Ich würde sagen, ich sag mal die ersten sechs, es sind nämlich 12 Teilnehmer insgesamt und Lorenz dann die nächsten. Mit ihren Ikonen, denn, was ich noch vergessen habe zu sagen, es ist ja Fatal Icon World Cup. Die Regeln kommen danach nochmal, warum das World Cup heißt, aber jeder hat eine Icon sich ausgesucht, beziehungsweise es gab manchmal so, dass mehrere die gleiche wollten, deswegen gibt es auch ein paar Icon auf defensiven Positionen. Zum Glück haben wir eine gute Offensive bekommen, oder Lorenz findet nicht ganz so gut, aber ist ja scheißegal. Egal, wir gehen jetzt einfach mal alle Icons und deren YouTuber durch und fangen an mit dem 86er Lars und den hat All About Aydin. Dann 91er, ist es die Prime-Icon oder ja, ist es? Ja, die Prime-Icon von Roberto Carlos, sehr starke Karte von Dragback FIFA. Dann kommt der Veranstalter des Turniers, 92er Bergham FIFA Motion. Dann Prime. Hat der FIFA Rex, ja, auch Prime, ja, genau, FIFA Rex hat dann die 90er Costa Prime, Mille FIFA die 90er Hernandez Prime, Mr. Tolga die 91er Huggy Prime und dann kommen wir. Ja, also wir haben den 90er Prime Okocha. Wie schon, hast du es davor schon? Ne, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, wir haben den 90er Prime Okocha, Nebelfisch hat den 87er Thierry Henry und der Paddle FIFA hat Rullet, wahrscheinlich mit die beste Karte. So. Ja. Und dann der Pena 99 hat Kluivert und dann hat jemand mal sich ganz gegönnt den 96er Prime R9. Grüße geht raus an Rage FIFA. Echt ne? So. Und dann Take It Tobi hat eine defensive Icon und zwar den 90er Petit. Ja, das wäre es jetzt mal von den Teilnehmern her. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt einigermaßen verstanden oder wisst überhaupt, was Fatal ist. Denn jetzt kommen wir nochmal zu den Regeln, aber ganz erklären können wir euch jetzt nicht, wie Fatal funktioniert. Ihr müsst es eigentlich wissen als FIFA
Community muss das wissen. So, ich gehe jetzt einfach mal die Fatal-Regelwerk durch. Und zwar auf der ersten Seite. Da gibt es nämlich zwei Seiten hier im Hintergrund des Edit. Ich weiß nicht, von wem es erstellt wurde. Ich glaube von FIFA Motion. Und ja, auf jeden Fall findet ihr alle Links in der Infobox. Schaut, checkt die Jungs ab, falls ihr sie noch nicht kennt. Machen gute Designs alle und saugute Videos. So, wir fangen an mit dem Fatal-Regelwerk. Man startet mit einem Silber-Team. Man kann aber auch Bronze-Spieler einbauen, aber Silberspieler sind halt bekanntlich besser, ne? Und seinem Fatal-Star. Also 10 Silberspieler bzw. Bronze-Spieler und den Fatal-Star. Man spielt 2 Spiele pro Folge im Online-Einzelspieler-Modus. Die Coins beider Spiele werden insgesamt dann addiert. Das gegnerische Team muss eine Mindestchemie von 98 haben. Sonst können wir nicht gegen die spielen, weil ja, man kann ja nicht gegen 30 Chemie-Teams spielen oder so, das wäre unfair. Ohne Coins-Transfer von einer Folge auf die andere, das heißt, wenn jetzt Coins überbleiben in einer Folge, darf man die nicht, wie ich glaube, beim letzten Fatal durfte man das, also beim letzten richtigen Fatal, bei dem richtigen Fatal geht das auch nicht mehr, durfte man die Coins noch in die nächste Folge mitnehmen. Am Ende jeder Folge stehen 2 Spielerpaare zur Auswahl, wo ihr dann eben wo euer Einsatz dann kommt und ihr dann auswählen müsst, wen ihr sehen wollt. Ist es eure Entscheidung, ist es eine Community-Sache, wo ihr einfach mitwirken könnt, und da würde ich mich echt freuen, wenn ihr auch am Start sein würdet. Ja, das wär's zur ersten Seite, und dann wird der Lotz mal die zweite Seite vorlesen. Ja, also jede SBC-Karte wird als 75k gewertet, also die kosten dann halt 75k, wenn man die in seinem Team haben will. Und Prime-Icons werden nicht als 75k-Spieler bewertet, sondern die werden dann mit dem Preis, wie sie auf dem Transfermarkt kosten, so gewertet. Mhm. Dazu muss man sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich irgendeiner mit unserer Coinspanne, die wir haben, eine Prime-Icon erspielt. Das wird nicht passieren. Also die bleiben auf jeden Fall mal aus dem ganzen Format hier raus. Und jetzt kommen wir zu einem relativ nicen Feature. Also jeder Teilnehmer hat noch eine Nationalität zugelost bekommen. Und zwar zwei. Und wir haben Kroatien und Belgien bekommen, was relativ nice Nationen eigentlich sind. Da gibt es starke Spieler. Ja, also in den Lostöpfen, in den 2 Lostöpfen waren auch noch Spiele, Nationalitäten wie Russland oder Ägypten oder sowas. Die haben wir zum Glück nicht bekommen, also da sind wir ziemlich froh. Ja. Und jeder Teilnehmer muss von seiner zugelosten Nation mindestens einen Spieler mit in seinem Team haben. Und das Endteam muss dann halt 100 Chemie haben. Das ist ja eigentlich klar. So, dann war es das jetzt zu dem Regelwerk. Und jetzt kommt die Coins-Verteilung, die ich am Anfang sehr kritisch befunden habe. Mittlerweile habe ich mich aber ganz gut abgefunden, weil es einfach auch klar ist, dass nicht so viele die Coins haben. Wir haben auch nicht die Coins, muss man dazu sagen. Aber wir haben viele Untradable-Spiele, die wir leider nicht verwenden können, weil wir die Coins in der Preisspanne, die auf dem Transfermarkt kosten, nicht erspielen werden, weil da haben wir sehr, sehr viele über 200, 300k Spieler, die wir eben nicht erspielen können. Also, wir gehen einfach mal rein. Ein Tor von einem random Spieler im Team gibt 10k. Ein Tor mit dem Fatal Star, in unserem Fall Okocha 90er Prime, gibt 15k. Ein Gegentor minus 10k ist ganz klar. Bei Red Crit in der ersten Halbzeit 30k und bei Red Crit in der zweiten Halbzeit 15k. Mittlerweile finde ich es okay. Kann man eigentlich einfach mal machen und auf random mal mit diesen Regeln hier spielen. Und jetzt würde ich eigentlich mal sagen, da ist jetzt unsere Teamvorstellung, das Regelwerk und die erste Episode mit beiden Spielen ist, wird das Video ein bisschen länger. Ich würde mich freuen, wenn ihr dafür schon mal an der Stelle ein Like da lasst. Würde es echt unterstützen, denn wir geben uns sehr, sehr viel Mühe mit allen Designs, mit dem Schnitt, mit der Aufnahme, dass wir euch ein gutes Gameplay und auch ein gutes Video schnitttechnisch bieten können. Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, wir springen direkt zu unserem Team und sehen uns gleich wieder. Ja, Leute, das ist unser Team. Und jetzt denkt ihr euch zuerst mal so, what? Was ist das denn? Wir haben es eigentlich richtig bunt gebaut. Ja. Wir haben 2 rote Fujamits-Karten, wir haben ein nices Team. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz schnell die Spieler durch. Austin hat einigermaßen gute Werte für einen Silberspieler, haben wir noch nicht getestet. Doch, ich. Bellikiki, hast du den schon mal gespielt? Ja, 3-mal. Also, okay, ja dann. Zizo, ja, kein so guter Außenverteidiger vom Pace her, aber muss funktionieren. Skjelvik? Muss oder? Man nicht viel zu sagen, ist ja einfach ein Biest. Dazu kannst du dann nochmal in-game sagen, dass der gut ist, oder? Ja. Opara hast du auch schon gespielt, oder nicht? Ja, ja, aber halt auf dem 2. Account. Mhm. Ist auch ein Biest einfach. Zu dem braucht man nicht sagen, die kennt jeder eigentlich. Die kennt man, ja. Ja.
Dan Jones, guter Linksverteidiger aus der vierten englischen Liga, hat eigentlich echt gute Werte für einen Bronzespieler. Ja. Dan Jones, absoluter Abräumer, kennt man vielleicht noch als Schalke-Legende, musste der ins Team, auf geht's dann, glaube ich. Hoch Arbeitsverhalten ist auch einigermaßen okay, 6,5k hat er aber gekostet. Ja, ist auch nicht ohne, ne, für einen selber Spieler. Gute Werte kann man nicht mehr dazu sagen. Rechter Flügelspieler, kannst du wieder dazu viel sagen? Ja, den habe ich mit diesem Josef Martinez da gespielt aus dem ersten Team of the Week und der war eigentlich saustark einfach. Also der hat zwar keine Forster-Skills, aber trotzdem ist halt einfach kleinwendig, genau unsere Spiele. Genau unser Ding, ja. Ne? Dann unsere Foot Champions-Karte, die ist eigentlich saustark von Werten her. Ja, so bisschen, klar, weil die Informs halt, Silber-Informs haben halt echt teilweise Goldwerte. Ja, Haben wir uns jetzt hier zu Nutzen gemacht. Ja. Der sieht echt ganz gut aus. Hat, glaube ich, nochmal einen Schuss. Shamrock Style haben wir nochmal drauf gegeben. Damit geht er auch ein bisschen vielleicht im Schuss ab. So, dann kommen wir zu unserem ZOM. Das ist Madison. Der hat einen Perfect-Link zum Stürmen. Deswegen spielt der. Aber ich finde den auch von Werten gar nicht scheiße. Hat auch den gleichen Shamrock Style drauf. 80 Pace. Und dann, na klar, aber für einen Silberspieler hast du halt nicht viel Gutes bekommen. Ne? Was hat der für einen Abschluss im Game? 66. Ja, hat er aber auch als Schuss. Aber okay. So, dann kommen wir zu unserem Fatal Star. Hier, Okocha, wie viele Spiele haben wir denn schon gespielt? 110, ja gut, von Werten her nicht so krass, weil wir noch oft einwechseln. Ja. Sieht gut aus eigentlich vom Ding her, wir kommen noch nicht ganz so krass klar mit ihm, aber ist halt einfach so ein Fun-Spieler, weißt du? Und dieses Fatal-Turnier, wie schon in unserem Intro, dazu müssen wir auch nochmal zurückkommen, ist natürlich alles ein bisschen Ironie, aber wir treten ja zusammen an, wir spielen zu zweit, wir sind jetzt nicht so drauf auf, dass wir das Turnier unbedingt gewinnen. So, wir wollen einfach unseren Spaß haben, wir wollen gute Videos liefern, wir wollen neue YouTuber kennenlernen und dazu ist Okocha einfach perfekt da mit seinen 5-Star-Skills. Vom Tor trifft er nicht immer das Tor, aber wir schauen einfach mal, was wir mit ihm machen. Dann kommen wir zum linken Stürmer, Marriott, und den habe ich schon in der Folge gespielt beim Real Griggs on Fire Video mit dem vorne drin und der ist absolut abgegangen. Ja. Der ist echt stark und der hat einen geilen Schuss mit seinen 70 Schuss und der hat nochmal, hat er einen Schuss schon Mystery Style drauf? Ja, hat er. Absolut gute Karte, absolut gutes Team. Ich bin echt zufrieden. Ist mal was anderes. Alle anderen kamen jetzt mit Premier League Teams, mit Full MLS Teams an. Wir haben versucht, was einzubauen. Wir wollten zuerst unsere Usbeken einbauen, weil wir wissen ja, Usbekistan, you know. I doubt it. Aber das hat nicht ganz funktioniert, aber die sitzen jetzt auf der Bank und die drücken uns von außen die Daumen. Ja. Ich würde sagen, wir haben zu viel gelabert schon. Gehen wir rein und suchen den ersten Spieler. Natürlich ist es jetzt schwieriger, hier Gegner schnell zu finden, die dann auch noch die Chemie haben. Aber wir suchen jetzt einfach hier so lange, bis wir einen finden. Beim normalen Fatal haben die YouTuber sich richtig beschwert, dass es ewig lang gedauert hat. Bei dem Fatal habe ich jetzt bei den ganzen Episoden, die ich von den Jungs angeschaut habe, noch nicht gesehen, dass sie sich irgendwie beschwert haben in den Videos. Und in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe auch nicht. Aber wir schauen einfach mal, wie lange es dauert. Und dann sehen wir uns halt gleich wieder, wenn wir den richtigen Gegner gefunden haben. Der hat gute Bewertungen, aber. Ne? Okay. Erster Gegner direkt gefunden. Keine gute Latenz und sehr gute Bewertungen. Gegner wird, denke ich mal, mit dem Goldteam ankommen, aber das wird schon irgendwie funktionieren, wenn er halt einfach auf Bock hat, weiterzudrücken. Bist du überhaupt rein? Ja, ja. Safe? Ja, ja. Ich habe extra gedrückt. Aber ich bin gar nicht gesehen. Der kleine Huber so mit der Fünferkette. Aber das ist nicht so ein starkes Team. Halt. Allein schon, weil er Mascherano mit ca. 1,50 in der Innenverteidigung hat, können wir was reißen. Ich habe echt Bock. Er spielt auch die Spiele auf Basic. Also ist jetzt nicht so, hoffentlich nicht so der Pro. Wir spielen in der Formation. Wir stellen jetzt noch nicht um. Vielleicht dann später. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rein und geben unser Bestes. Schick. Wow. Yay! Yeah, 1-0, absolut geil gespielt, super gelaufen, Alter. Marriott ist zwar jetzt nicht der Okocha gewesen, aber völlig okay. Absolut gut. Ersten 10k sind auf dem Konto. Ich schreibe mir das mal direkt auf. Nope. Oh, warte, Flanke. Nope. Ah, schade, aber fast nass. Mit Lex nicht so einfach. Hello. Der kann die bumsen. Ja, Mann! Let's go, saustark, Alter! Ganz ein Style. Nope! Ja, drinnen! Let's go! Jetzt sind wir bei 35k schon, oder? Zack.
Nope. Oh, Scheiße. Elfmeter. Rot. Junge, wenn der Gegner nicht rausgeht, Alter. Schnell den Elfmeter schießen, bevor der davor noch irgendwie rausquittet oder so. Mit Okocha, ja, mach du. Ja, nächste 15k. Sind wir schon bei 45 oder was, ne? Ne, warte, bei 50 schon. Ja? Ja, kann sein. Ich hab's ja aufgeschrieben, ich rechne es am Schluss zusammen. Ich hab gar nicht mehr. Jetzt geht er raus, oder? Ich hoffe nicht. Es wird 30k geben. Ja, okay. 80k sind wir. 80k nach der ersten Folge. Ersten Spiel. Ja, ja, stimmt, nach dem ersten Spiel. Warte, wir schauen nochmal hier ganz kurz. Wir zeigen es euch nochmal, dass es echt alles so war. Tore, 2 Okocha. Das heißt, 2x 15k sind wir bei 30k. Mhm. Dann haben wir 2x 10k, weil 20. Marriott und Will Alba getroffen haben. 20 sind wir bei 50 plus die 30k plus Rage Kit sind wir bei 80k. Nach der ersten Folge. Mhm. Nach dem ersten Spiel, ich sag erste Fall. Okay. Gut. Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Ja. Und jetzt gehen wir hier ganz kurz an Card rein und zeigen euch. Natürlich, bei mir ist nämlich aufgefallen, dass wir schon Spiele gemacht haben mit den Spielern davor. Zum Beispiel Will Alba, Okocha, Marriott und ich glaube mit den Rest noch nicht. Und ihr seht es hier, ein Spiel gespielt, also hier kein Fake. Und hier hatten wir vorhin 6 Spiele. Also nicht, dass ihr denkt, wir faken das Ganze hier. Ich hoffe, da vertraut ihr uns auch. Wir können auch direkt mit der Fitness ins nächste Spiel reingehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den nächsten Gegner haben. Ja. So, das sieht gut aus. 99 Chemie, der Gegner davor hatte 100 Chemie. Ah, nicht so. Ah. Geh raus. Bye, have a great time. Schade. Ist der wieder? Ja, das ist der wieder. Okay, gut. Er soll jetzt einfach kurz switchen. Passt. Danke dafür. Gut, dann haben wir den gleichen Gegner wieder. Ist ja gut. Ja. Und dann schauen wir, was er hat. Er hat auf jeden Fall ein Mikrofon an. Auch fällt. Nee, aber es sieht end gut aus. Asozial starkes Team, wie Spieler. Die beiden Stürmer oben, dann Zakaria. Diese im Mittelfeld, die sind echt gute Spieler. Der Dabo, Alter. Der hat nochmal 40k gekostet. Echt? Ja, der hat mal 40k gekostet. Okay, krass. Ja, dann, Jungs, wird schwierig. Ich glaube, der Gegner hat auch Bock, mit seinen Silberspielern was zu reißen. Aber wir schauen einfach mal, was wir zu zweit machen können. Und das sind dann wow. Austritt, Alter. Boah, stark Tor, Alter. Nope! Oh, Junge, wenn der jetzt noch rein hier. Boah, boom! Zack, Alter, perfekt. Der Gegner ist echt nicht schlecht. Gegen den kann man sich echt freuen hier. Und es ist noch ein Kotscher-Tor direkt aufgeschrieben. 15k. Sind wir bei 95 und das ist absolut nicht schlecht. Ja. Auf geht's, weiter. Marriott ist echt super geil, Alter. Nope. What the fuck? Mach's ruhig mit dem einfach. Zucker. Absolut. Die nächsten 10k. Ja. Und der Rage Quit 2013 nochmal 15k oben drauf. Wie spät war das jetzt? Hätten wir noch 4 Tore schießen können oder eher nicht mehr? Das war 86. Das war schon das 3-0. Echt? Mhm, es war 6. Doch, es war 6. 82. Achso, wir hätten aber trotzdem kein Tor mehr mit der Kotscher geschossen, also die 15k nehmen wir gerne. Ja. Wir rechnen jetzt nochmal insgesamt zusammen, aber wir sollten so um die 120k sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei den Spielerpaaren. Bis gleich. So Leute, jetzt haben wir Paar 1 und Paar 2 zur Auswahl für euch. Ich finde, wir haben echt gute Paare getroffen. Ja. Sehr, sehr ausgeglichen. Also ausgeglichener geht's nicht, denn wir finden beide Paare richtig, richtig geil und es sind sehr gute Spiele, die wir oft und gerne gespielt haben. Und zwar Paar 1 haben wir einmal Hamshik SBC. Der kostet nämlich 75k, weil eine SBC-Karte wird als 75k gewertet. Und Mertens 87er Upgrade. Kostet 33k. 33k. Oder ihr nehmt Paar 2 mit Dybala 88er nicht Upgrade, den wir auch im Verein haben. Der kostet circa, was hat der, 100, 103 oder so? Das waren die 100. 100?
Und Insigne, der 18k kostet, die 85er Nicht-Upgrade-Karte. Da sind wir bei beiden Paaren ziemlich gut im Preis. Bei dem Insigne-Paar haben wir noch so 10k circa über und bei dem Hamschick-Paar haben wir sogar 20, noch mehr über. 20, denn die SBC-Karte wird nicht so krass gewertet. Wir finden alle Spieler sehr, sehr gut, haben alle Spieler schon gezockt im FIFA und ja. Es sind echt gute Spieler, also ihr könnt euch gar nicht falsch entscheiden. Es ist eure freie Entscheidung. Stimmt gerne ab, schreibt Hashtag. Also bitte mit Hashtag oder, obwohl ist eigentlich egal, Paar 1 oder Paar 2 in die Kommentare, wir zählen die Kommentare durch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben bei dem Video da lasst. Wir haben uns echt Mühe gegeben und wir haben echt gut gespielt heute. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch abstimmen würdet. Du hast das letzte Wort. Job. Dann hoffentlich nehmen ganz viele Teil an der Paar-Auswählung. Auswählung, genau. Ich kann Deutsch und dann sehen wir uns bald bei der zweiten Folge wieder. Ah. Ciao. Can you hear me now? Are you tuned in? Zooming in this room, assume I got new plans. Soon as I can move, I blew the spot, boom, bam, boom. Doc Dweller is a new improvement. Two hands gripping this mic, I watch loose limbs. New trends, new likes, and Insta views.